Hey, weißt du eigentlich, dass du noch viel mehr mit den Dingen machen kannst, die bei dir zu Hause rumliegen? Damit meine ich einen Nutzen über den eigentlichen Zweck hinaus. Lass uns ein paar dieser Produkte und Alltagsgegenstände unter die Lupe nehmen. Einige meiner Erkenntnisse kennst du vielleicht noch nicht. Außerdem bin ich gerade lustig drauf. Also, lasst uns ein bisschen Spaß haben. Und zwar mit Küchenscheren. Viele Scheren haben diese gezackte Öffnung, wo sich Griffe und Klingen treffen. Du kannst sie als Kräuterschere verwenden, um Kräuter wie Thymian, Rosmarin oder grobe Petersilie zu entblättern. Das geht auf jeden Fall schneller, als wenn du jedes Blatt einzeln abzupfst. Und falls du keine passende Vase hast, kannst du die Rosen für deine Liebste oder Liebsten da reinstecken, damit sie im Glas mehr Halt haben. Aber pass beim Überreichen auf, wohin die Scherenspitze zeigt. Die Metalllasche an Getränkedosen kannst du umdrehen und deinen Strohhalm reinstecken. Dann musst du ihn nicht mehr mit den Lippen suchen. Übrigens hat diese Haltelasche die Zugringlasche aus den frühen 60er Jahren ersetzt. Vielleicht erinnerst du dich noch an diese Laschen? Sie konnten ziemlich scharf sein und auch im Müll waren sie noch gefährlich. Aber jetzt kannst du da deinen Strohhalm reinstecken. Und wenn du in die Limo reinblubberst, steigen trotzdem Blasen auf und du kannst eine Sauerei veranstalten. Wenn du gute Klamotten kaufst, bekommst du meistens eine Plastiktüte mit einem Ersatzknopf und einem Stückchen Stoff. Diesen Stoff könntest du zwar nutzen, um Löcher zu flicken, aber auch, um die Wirkung verschiedener Reinigungsmittel auf bestimmten Oberflächen zu testen. Aber eigentlich ist er dafür da, den Waschgang zu testen, bevor du das ganze Kleidungsstück wäschst. Und danach kannst du dir mit ihm die Nase putzen, wenn du willst. Dieser Vorschlag kommt aber nicht von mir. Ein Schraubenzieher kann viel mehr als an der Schraube drehen. Wenn du Schwierigkeiten hast, etwas zu heben oder zu bewegen, dann nutze ihn als Hebel. Die meisten haben auch einen sechseckigen Griff, der in einen Schraubenschlüssel passt und mit beiden erhöhst du das Drehmoment. Dank dieser Hebelwirkung kannst du jede Schraube bezwingen. Ich drehe Schrauben immer ohne Schraubenzieher rein, aber es sind ja nicht alle so stark wie ich, deswegen gebe ich euch ja diese Tipps. Apropos Tipps für Stärke, hier kommt ein weiterer mit Gummibändern. Wenn nämlich eine Flasche oder ein Glas schwer aufgeht, dann brauchst du nur ein Gummi um den Deckel wickeln und schon hast du mehr Grip. Fährst du gerne Rolltreppe? Ich auch, vor allem wegen dieser flauschigen schwarzen Bürsten am Rand. Einige Rolltreppen haben leider nur diese gelben Linien auf den Stufen. Sie sollen Menschen warnen, nicht zu nah an den Rand zu treten, denn das könnte gefährlich werden, weil sich Kleidung oder Schnürsenkel in der Lücke zwischen Stufen und Wand verheddern könnten. Die lustigen Bürsten sind aber eine angenehme kleine Barriere, die das verhindern. Sie fangen übrigens auch Fussel und Schmutz auf, damit nichts in die schmale Lücke fällt. Eine durchschnittliche Jeans hat mehrere Merkmale, die sowohl funktional als auch traditionell sind. Die Metallnieten rund um die Taschen sehen schick aus und sichern die Belastungspunkte. Sie sorgen also dafür, dass deine Jeans länger hält als die Durchschnittshose. Fairer halber muss man aber sagen, dass nicht jede Jeans Metallnieten hat. Und bedauerlicherweise hat auch nicht jede Jeans diese kleine süße Tasche direkt über der vorderen Hosentasche. Sie war ursprünglich für die Taschenuhr gedacht. Taschenuhren gehören zwar größtenteils der Vergangenheit an, aber die Leute von heute nutzen diese kleine Tasche für Münzen, Ringe oder den kleinen USB-Stick mit wichtigen Daten drauf. Du weißt bestimmt schon, wofür dieses Profil auf den Autoreifen da ist, oder? Richtig, für die Traktion auf der Straße, also für die Bodenhaftung. Und sie sind auch ein guter Indikator dafür, ob die Reifen gewechselt werden müssen. Wenn die Kerben nämlich nicht mehr so tief sind und die Reifen fast glatt sind, dann wird es höchste Zeit, sie zu ersetzen. Wenn du das nicht tust, wirst du bei der nächsten Vollbremsung am Stoppschild wie ein Stockcar-Fahrer über das Ziel hinausschießen. Diese Essenbehälter zum Mitnehmen bringen wir am ehesten mit chinesischen Restaurants in Verbindung. Sie sind aber nicht nur da, um dein Essen nach Hause zu tragen, sondern auch, um es im Kühlschrank aufzubewahren. Aber das Beste ist, dass du sie quasi auch als Teller nutzen kannst. Du musst dich nach dem Essen also nicht noch um schmutziges Geschirr kümmern. Diese Behälter wurden schon 1894 patentiert. Damals wurden aber frisch geputzte Austern darin transportiert und waren als Austernkübel bekannt. Später sind sie erst zu auslaufsicheren Behältern für Essen aufgestiegen. Wenn du im Flugzeug am Fenster sitzt und rausschaust, ist dir bestimmt schon dieses kleine Loch aufgefallen. Manchmal ist es auch eine kleine Öffnung am Boden des Fensters. Das ist eine Art Belüftungsloch.
Nein, nicht für dich. Es soll den Luftdruckunterschied ausgleichen, der sich zwischen der Druckkabine und der Außenatmosphäre aufbaut, der größer wird, je höher du fliegst. Außerdem staut sich dank des Lochs keine Feuchtigkeit im Fenster, wodurch die Scheibe beschlagen würde. Du kannst also eine ungetrübte Sicht aus dem Fenster genießen, dafür aber kein Smiley draufmalen. Der Cutter wurde 1956 von einer japanischen Firma vorgestellt. Ziemlich cool, oder? Inspiration bekamen die Erfinder von den Bruchkanten an Schokotafeln. Verwechsel die beiden aber auf gar keinen Fall, denn im Mund wäre es schon zu spät. Reden wir jetzt vom Maßband. Fast jedes Band hat vorne am metallischen Ende einen Schlitz. Das ist wie ein Nagelgreifer, mit dem du das Band an einem Nagel oder einer Schraube befestigen kannst. Das ist ziemlich praktisch für Messungen. Niemand muss mehr das Ende festhalten. Ganz schön raffiniert. Haarnadeln haben diese gerillte Seite, um die Haare besser in Position zu halten. Verrückte Erkenntnis, was? Die gerade Seite zeigt also nach oben und die Rillen nach unten zum Kopf. Haarnadeln werden auch Bobbypins genannt. Der Name stammt von den Bobfrisuren aus den 1920er Jahren. Aber Haarnadeln wurden schon im 19. Jahrhundert erfunden. Naja, die Frisuren haben sich verändert, aber die Nadeln sind geblieben. Wichtig bei Haarnadeln ist, dass du sie alle rausholst, bevor du deine Haare wäschst. Denn sonst könnte es unangenehm unter der Dusche werden. Hast du schon mal die schwarzen Punkte in der Auto- oder Busscheibe gesehen? Achte mal drauf, sie sind Teil der schwarzen Ränder. Sie haben auch einen lustigen internationalen Namen, Frit. Bei uns nennt man das einfach nur keramischer Siebdruckrand, der nicht nur hübsch aussieht, sondern auch die Scheiben vor ultravioletten Strahlen schützt. Außerdem schafft die Keramikfarbe eine raue Oberfläche, wodurch die Verklebung besser haftet. Falls du mal einen rosafarbenen Kleberklumpen in der Ecke siehst, heb ihn nicht auf. Das ist nur alter Kaugummi, sorglos dahingespuckt. Wie gut kennst du dein Vorhängeschloss? Hat es ein oder zwei kleine Löcher unten am Schloss? Diese Löcher sind dazu da, das Wasser ablaufen zu lassen, das durch Regen ins Schloss gelangt. Dank dieser kleinen Abflussmöglichkeit verrostet das Innenleben nicht und friert bei Minusgraden nicht ein. Falls dein Schloss mal klemmt, dann kannst du es durch dieses Loch ölen und es läuft wieder wie geschmiert. Vielleicht hast du auch den Schlüssel verloren und musst deinen Frust abbauen, dann schrei in dieses Loch. Davon geht es zwar nicht auf, aber du fühlst dich wahrscheinlich viel besser. Falls es aber zurückbrüllt, hau ab. Manche Hemden haben eine Stoffschlaufe hinten unterm Kragen. Du hast es erraten, sie ist dazu da, das Hemd aufzuhängen. Angeblich wurden diese Schlaufen zuerst an die Hemden der Marine angebracht, weil man sie so einfach an die Wand hängen konnte. In den 1960er Jahren war es in Mode, das Hemd bis oben zuzuknöpfen, was das Aufhängen erschwerte. Daher brachten Designer die Schlaufe am Rücken an. Wenn junge Leute damals die Schlaufe entfernt haben, bedeutete das, dass sie oder er in einer festen Beziehung war. Außer natürlich, ein Freund hat sie für einen Streich abgerissen und alle fragten, mit wem du denn nun zusammen bist. Also zu dieser Geschichte gibt es noch so viel zu erzählen, aber wir haben ja leider keine Zeit, uns daran aufzuhängen. Gutes Wortspiel, hm? Ja, so bin ich. Turbolustig. Hast du dich schon mal gefragt, warum Münzen diese kleinen Rillen am Rand haben? Das ist ein Überbleibsel aus früheren Zeiten, als sie noch mehr wert waren. Fälscher hatten damals einfach was vom Rand abgefeilt und daraus neue Gold- oder Silbermünzen gegossen. Die Rillen wurden also geschaffen, damit man erkennen konnte, ob eine Münze verändert wurde. Das ist heute eigentlich nicht mehr nötig, aber die Münzen haben trotzdem noch ihre Rillen. Falls dir mal langweilig ist, kannst du die Rillen ja zählen. Wobei, das wäre schon eine sehr langweilige Idee. Schau dir doch dann lieber ein Sonnenseite-Video an. Ha. Oh, wir sind schon am Ende des Videos. Ach, Schande, ich könnte dir noch so viel mehr über die Welt erzählen und vor allem habe ich noch mehr gute Witze auf Lager, aber die gibt's beim nächsten Mal. Tschüss!